Tschüss, Gott. Grüß Gott. Ja, schönen guten Tag. Freut mich sehr. Wir haben ja heute den EU-Ratsvorsitz zum Themenbereich des Sports. Und es ist heute insofern interessant, weil wir zuerst eine informelle Runde haben werden mit Martin Kallen, nämlich dem CEO von UEFA Events. Und da geht es natürlich insgesamt um den Bereich Großveranstaltungen und vor allen Dingen alles, was rundherum mit Innovation zu tun hat. Denn es ist feststellbar, dass bei oder rund um Großveranstaltungen auch die Patentanmeldungen zunehmen und auch wenn es um Entwicklung geht im Bereich des Sports wahnsinnig viel weitergeht. Das ist der erste Themenbereich und der zweite wird heute sein, dass wir die Schlussfolgerungen des Sports zur wirtschaftlichen Dimension auch heute behandeln. Da sind wir in Österreich Vorreiter und wir haben ja, wie Sie wissen, im Bereich des Sports 6% zum Bruttoinlandsprodukt. In der Europäischen Union liegen wir knapp über 2%. Man weiß aber, dass körperliche Inaktivität natürlich auch was den volkswirtschaftlichen Schaden betrifft, durchaus eine Dimension hat. Und das betrifft in der Europäischen Union 1% des BIPs, das sind 150 Milliarden Euro an Gesundheitskosten, Rahmenbedingungen, die wir da optimieren wollen. Herr Vizekanzler, es geht um die innovative Kraft von Großveranstaltungen. Jetzt haben die Innsbrucker gerade eine Großveranstaltung abgesagt per Volksentscheidung. Was sagen Sie den Innsbruckern? Ist das der falsche Weg? Nein, ich glaube, dass die politischen Verantwortungsträger in Tirol hier versagt haben. Warum? Grundsätzlich muss man ein Interesse haben, Großveranstaltungen nach Österreich zu holen. Und die Frage ist dann die Frage der Begleitung der Professionellen. Da geht es darum, dass natürlich die Infrastruktur passen muss. Da geht es darum, dass auch eine notwendige Aufklärung sichergestellt werden muss, eine Bürgereinbindung da sein muss. Und vor allen Dingen auch der Nutzen, der für die Region entsteht. Das ist ein unglaublicher Nutzen im Bereich Tourismus, wirtschaftliche Entwicklung, aber auch Werbung für Österreich. Und da haben die politischen Verantwortungsträger versagt. Man muss die Entscheidung zur Kenntnis nehmen, aber die Art und Weise, wie die Politik von Beginn an damit umgegangen ist, war sicherlich nicht optimal. Herr Vizekanzler, eine Frage aus persönlichem Interesse. Ich bin auch Gelegenheitsraucher. Gibt es bei den Sportministern den einen oder anderen, der vielleicht hin und wieder mit ihnen eine Zigarette rauchen geht? Oder sind Sie der Einzige? Habe ich bis dato nicht erlebt, aber ich komme auch nicht dazu. Eine Frage aus der Innenpolitikredaktion. Offenbar soll morgen die Mindestsicherung beschlossen werden. Soll bei Aufstockern, soll es einen Vermögenszugriff bei Aufstockern geben, ja oder nein? Also zum einen wird noch verhandelt, was die Mindestsicherung betrifft. Zum anderen sind uns wesentliche Bereiche wichtig. Sie wissen, die Mindestsicherung ist unter Rot-Schwarz beschlossen worden. Uns ist wichtig, dass wir hier im Sinne von sozialer Fairness und auch Gerechtigkeit ein Modell sicherstellen, wo gerade Personen, pflegebedürftige Personen in Zukunft mit einem Bonus mehr erhalten sollen und auch Alleinerzieher. Denn das sind im Wesentlichen Personenkreise, die es verdient haben, dass sie auch eine bessere Unterstützung erfahren im Bereich der Sozialhilfe. Details darüber hinaus werden zurzeit verhandelt. Und was mir wichtig ist, und das habe ich immer dargelegt, dass die falschen Informationen der Sozialdemokraten zurückzuweisen sind, denn die Notstands Hilfe bleibt und bleibt immer auch im System eines Arbeitslosengeldes neu erhalten und wird nicht abgeschafft. Und werden Sie dafür aufstockern, einen Vermögenszugriff bei Aufstockern, bei den Leuten, die halt aufstocken müssen, zuzustimmen? Na, ich glaube, dass man unterscheiden muss einfach zwischen Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosenversicherten. Und wer zu wenig Arbeitszeiten geschafft hat, kommt in den Bereich der Sozialhilfe. Und wer gearbeitet hat und in das Versicherungssystem eingezahlt hat, ist im Bereich der Arbeitslosenversicherung auch. Ich glaube, diese zwei Systeme muss man einfach voneinander trennen und darf es nicht verbinden. Ich glaube, über gewisse Detailfragen wird gerade verhandelt und am Ende wird man sehen, was als Ergebnis herauskommt. Und Beschluss machen oder nicht? Sobald es eine Einigung gibt, aber ich kann eines versprechen, die Mindestsicherung neu wird sicherlich besser sein als bisher unter sozialistischen Bundeskanzlern. Und wir wollen ja eines sicherstellen, nämlich dass die Zuwanderung in das Sozialsystem hier auch gestoppt wird und dass die Attraktivität der Zuwanderung in das Sozialsystem in der Form nicht mehr vorhanden sein soll. Mit einer Frage muss ich Sie noch quälen. Großes außenpolitisches Thema ist derzeit der Streit über die Menge von Kertsch. Mhm. Die FPÖ hat ja freundschaftliche Beziehungen zur Kreml-Partei. Was ist Ihre Reaktion oder was sagen Sie Ihren
Freunden in Russland nach dieser Aktion? Also wir haben diplomatische Beziehungen und die sind gut so, denn als neutrales Land ist es wichtig, hier auch immer, wenn es um Vermittlung geht, sich auch einzubringen. Faktum ist, die gesamte Entwicklung ist eine nicht erfreuliche und da geht es jetzt darum, Deeskalation auch sicherzustellen. Also es soll hier keine weitere Zuspitzung und Verschärfung der Situation geben. Es hat auch ein Gespräch zwischen der deutschen Bundeskanzlerin Merkel und dem russischen Präsidenten Putin gegeben und unsere Außenministerin hat auch entsprechende Stellungnahmen abgegeben. Ich glaube, jetzt ist wichtig, den Sachverhalt aufzuklären, Deeskalation auch sicherzustellen und keine weitere Konfliktzuspitzung. Ich muss nur noch einmal nachfragen, weil Sie haben ja als Freiheitliche Partei auch einen Freundschaftsvertrag mit der Partei Einiges Russland. Jetzt wollte ich fragen, redet man über diese Kanäle auch? Das ist ein Vertrag und das ist immer wieder lustig, wie er da oder dort eindimensional verkürzt dargestellt wird. Das ist ein Vertrag, der, ich sage, gang und gäbe ist zwischen allen demokratischen Strukturen, der nämlich sicherstellt, dass es zu einem Gedankenaustausch kommt auf Abgeordnetenebene oder auch auf der Ebene der Regierungsmitglieder und dass man hier Positionen regelmäßig austauscht, die durchaus unterschiedlich sein können. Aber wichtig ist, dass man miteinander spricht und da stellt dieser Vertrag sicher und das ist auch gut so. Denn das entspricht unserer österreichischen Tradition. Und jetzt auf Regierungsebene wird das auch entsprechend gehandhabt. Und unsere Außenministerin ist da der richtige Ansprechpartner. Wunderbar, danke schön. Danke.